Tricky Diesel. Liebe Facebook-Freunde, ich habe da ein ganz interessantes Thema. Und zwar war ich gestern mit meinem Sohn spazieren und ich habe eigentlich gar nicht dran gedacht gehabt, dass ich jetzt halt irgendwo Rast machen würde in einer Schule. Aber mir tat so der Rücken weh, dass ich gesagt hatte, ich gehe mal in diese Schule im Pausenhof. Da gibt es auch Bänke, wo man sich mal kurz hinsetzen kann, um sich auch ein bisschen auszuruhen. Als mein Sohn da halt im Pausenhof da rumspielte, sah ich ja auch diese wunderschöne Glocke an der Wand, wo mein Sohn auch erstmal da rumgespielt hatte. Ich natürlich voller Panik gesagt hatte, tut das nicht, weil das auch eine uralte Pausenglocke ist. Rein historisch gesehen wurde sowas angewendet, wo dann der Schullehrer dann die Glockenpause geläutet hatte, wenn entweder die Pause angefangen hatte oder auch aufhörte. Und dann dachte ich halt, ach ja, ich könnte jetzt halt diesen SLS Kinect Ghost Hunting App benutzen, um mal zu gucken, ob hier vielleicht halt Geister sind. Interessanterweise sah ich an dieser entsprechenden Pausenglocke einen Geist. Und dieser Geist war für mich sehr interessant, dass ich dann gedacht hatte, muss ich unbedingt abfotografieren, um mal gucken, ob da vielleicht halt, wie sieht denn dieser Geist aus, hatte ich mich gefragt gehabt. Und währenddessen ich im Pausenhof gesessen hatte, habe ich ihn dann analysiert. Und dann sah ich, dass dieser Geist teilweise wie ein Schüler aussah, also wie ein junger, pubertärer junger Mann mit 14, 15 Jahren, aber es trug einen Bart. Es sieht sehr traurig aus, die Augen sind verschlossen. Als ob er wirklich sehr in tiefsten Trauer ist für das, was er da gemacht hatte oder erlebt hatte. Er zeigt mit seinem Zeigefinger nach oben und mit dem anderen Finger zeigt er dann direkt zu mir. Vielleicht wollte er mir damit halt sagen, hier bin ich, wer bist du oder was willst du? Ich bin hier sehr am Trauern. Und es trägt natürlich einen Hemd, wie die Männer so gerne tragen, ein Hemd mit Kragen. Und es könnte nicht, man kann schon so sagen, dass er eine Jacke trägt, aber das ist sehr schwer zu erkennen. Auf jeden Fall dachte ich, okay, am Anfang, das könnte entweder ein Lehrer sein, weil wenn er schon so einen Bart hat, könnte er tatsächlich ein Lehrer gewesen sein, oder es könnte ein Schüler sein. Aber warum trägt er dann ein Bart? Weil es ist eine Mischung aus allem. Später habe ich dann halt überlegt, okay, weil das ja auch eine Schule ist, ursprünglich ist das ja eine Schule, recherchiere ich einfach halt mal, was dahinter stecken könnte, warum ein Geist unbedingt an diesem Schulort stecken geblieben ist. Der Grund ist einfach die folgende. Menschen, die gestorben sind, bleiben in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, wenn sie was Dramatisches erlebt haben sollten, Leute, das ist wirklich so. Wenn ein Mensch irgendetwas dramatisch erlebt hatte und dort vor Ort gestorben ist, bleibt der Geist in den meisten Fällen immer dort stehen, wo er oder sie gestorben sind. Und weil man mit irgendetwas nicht abschließen konnte. Vielleicht hat man schlechtes Gewissen, weil irgendetwas schiefgelaufen ist oder man hängt an irgendetwas. Ein Mensch, der ein erfülltes Leben hatte, aber auch zufrieden teilweise mit seinem Leben ist, geht direkt meistens ins Jenseits. Aber leider Gottes gibt es sehr viele Geister, die hier stecken geblieben sind in der 3D-Dimension, wo sie aber auch wieder normalerweise zurück in die 4D-Dimension gehen müssten, aber leider Gottes es nie geschafft haben. Während ich diese Analyse gemacht hatte, lief mein Ghost Radio die ganze Zeit und ich hatte den Eindruck, dass auch andere Geister präsent waren und mir berichteten, wie sie gestorben sind. Und das könnt ihr auch dementsprechend in dem Filmdokument auch hören. Ich wünsche euch nachher viel Spaß beim Schauen, aber ich möchte euch jetzt mal ein Geheimnis zeigen, um welche Person es sich hier handeln könnte, der wie ein Schüler aussieht, aber einen Bart trägt. Dafür gehe ich jetzt erstmal hier direkt halt an diesem Bereich, weil hier seht ihr dementsprechend die Kommentare.
und die unterschiedlichsten Zeitungsartikel. Das krasseste an der Geschichte ist, dass hier eine Drogenmafia aktiv war. Das ist ein Schulskandal gewesen à la carte. Was ich nicht gewusst habe, das ist per Zufall passiert, dass ich diese Information gefunden hatte. Hätte ich nicht analysiert gehabt oder hätte ich nicht nach diesem Geist gesucht gehabt, wäre ich nie an diese Information rangekommen. Und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet gehabt, um da halt euch das mal vorzulesen, um welchen Skandal es sich hier handelte. Zwei unter Drogen gesetzte Schüler, ein Mädchen und ein Junge von der Welcome High School in Arad, kam im Krankenhaus an. Der Dealer wurde in der Schule erwischt, das sagt die Schulleitung. Besonders ernste Situation heute an der Welcome Technical High School, Spiro Harrod in Harad. Vor einer Stunde wurde ein Rettungswagen über die 112 gerufen, nachdem sich zwei Studenten unwohl gefühlt hatten. Also es könnte auch Schüler bedeuten, weil aus dem Englischen wird immer gesagt, halt, Students auch für Schüler, ne? Also für die, die jetzt natürlich halt dann bis jetzt erstaunt sind, dass das Studenten halt also als Begriff kamen. Beide Kinder, ein 14-jähriger Junge und ein 16-jähriges Mädchen, gaben zu, verbotene Substanzen geraucht zu haben und unmittelbar danach verletzt worden zu sein. Sie wurden ins Krankenhaus transportiert. Der Junge ist bei Bewusstsein, aber das Mädchen befindet sich in einem Zustand der Lipotymie, DH, Ohnmacht, ohne Atem, Stillstand oder Herztätigkeit. Oh je. Vor dem Transport zeigte der Junge einem 20-jährigen Mann, der durch den Highschool ging, und gab zu, dass er derjenige war, der ihnen die verbotene Substanzen gegeben oder verkauft hatte. Auf dieser Junge kam, junger Mann Auch dieser junge Mann klagte über Unwohlsein. Ein Polizeiteam war auch vor Ort, um die Taten in der Highschool zu untersuchen. Update. Ich habe die Leitung der Highschool kontaktiert, um mehr Details zu erfahren. Direktor Ion Tonchin sagte uns, dass er derjenige ist, der die 112 und dann die Polizei angerufen hat. Dem Jungen geht es gut, nur das Mädchen blieb im Krankenhaus. Ihnen wurden verbotene Substanzen von einem 20-jährigen Mann serviert, der sich unbemerkt in der Schule schlich, weil er klein war. Wir nahmen ihn fest und übergaben ihn später der Polizei. Polizisten sagten uns, dass er bereits von den Behörden gesucht wurde. Nach dem Transport der Schüler ins Krankenhaus und der Übergabe des jungen Mannes an die Polizei tauchte in der Schule ein Auto mit einer dubiosen Person auf, die die gleichen Substanzen im Auto hatte. Das Auto hatte Bukarester Nummer. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe sie der Polizei geschickt und später wurde der im Auto von der Polizei festgenommen, erzählte uns der Schulleiter. Was die Studenten angeht, die im Krankenhaus angekommen sind, sagte uns Ioan Tonchin, dass dies im Moment warten werden, um sich zu erholen und dass sie dann Disziplinarmaßnahmen ergreifen werden. Zu dem Jungen wollte der Schulleiter erwähnen, dass er ein guter Schüler ist. Wir werden die Vergangenheit der Studierenden analysieren. Wir werden sie sanktionieren. Wir haben auch die Eltern der Schüler in der Schule gerufen, um mit ihnen zu sprechen, sagte der Direktor Ioan Tonchin. So, hier seht ihr dann gar nichts mehr weiter. Was ich jetzt halt wieder machen werde, ist, ich habe dann noch einen weiteren Artikel gefunden gehabt und musste leider Gottes feststellen, dass hier ein behördlicher Fehler entstanden ist in der Vergangenheit. Und das möchte ich natürlich gerne. Jetzt muss ich aber erstmal den Link kopieren, weil das mit dem Facebook-Umleitung halt sehr kompliziert geworden ist, meine Lieben. In Google Chrome einsetzen. Zustimmen. Arad, der Verdächtige, der Ochecom Spira Harrod High School in Arad verbotene Substanzen verkaufte, kehrte zur Schule zurück. Was denkst du, hast du gelöst? Das wird nicht so bleiben. Der 21-jährige Mann, der am Mittwoch zwei Kinder ins Krankenhaus brachte, nachdem er ihnen verbotene Substanzen direkt in der Ochecom Spira Harrod Technology High School in Arad verkauft hatte,
kehrte am Donnerstag in diese Bildungseinheit zurück, verärgert darüber, dass die Lehrer gab ihm die Hand der Polizei. Hier sind Fotos zu sehen von dieser entsprechenden Schule. Und die haben ihre eigene schuleigene Security organisiert gehabt. Und man konnte halt erkennen, dass schon wieder jemand kam. Es ist nicht klar oder nicht auszuschließen, dass hier dieser Person zu sehen ist, aber ich habe da große Schwierigkeiten gehabt, um ihn zu erkennen, muss ich echt sagen. Mal schauen, was wir da noch an Informationen lesen können, weil hier wurde noch mehr was beschrieben, was mich wirklich fast aus der Socke rausgeworfen hätte. Also, am Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr kam derjenige, der ihn gestern bewegungsunfähig gemacht hatte, zurück und hatte nicht vor, die Schule zu betreten. Aber außerhalb der Schule, auf der Straße, begann er. Wir waren im Hof der Kinder, Vorarbeiter, Pförtner. Die Tür war geschlossen und schreit ihnen zu, was ihr gelöst habt. So wird es in diesem Sinne nicht bleiben. Nein, direkt an niemanden, Herausgeber. Sie haben Angst, Kollegen, Studenten. Wir können nicht sagen, dass es gut ist. Logisch. Diese sind jederzeit gefährlich. Ich habe sofort die Polizei gerufen. Die Polizei ist angekommen. Er war inzwischen weg. Ich gab der Polizei Auskunft über seine Kleidung und die Kinder sagten, er sei in eine Bar in der Gegend von Bolorosho gegangen. Wir wissen nicht weiter, dass auf unsere Benachrichtigungen hin die Polizisten kamen, erklärte der Direktor der Ochecom Spiro Harrod Technology High School. Eon Tonchin, der Hauptverdächtige, gegen dem auch andere Strafverfahren gerichtet sind, wurde gestern mehrere Stunden von der Polizei angehört, durfte aber gehen, bis das Kreiskrankenhaus die Ergebnisse medizinischen Tests zur Identifizierung der von Studenten konsumierten Substanzen übermittelt. Der 15-jährige Junge kehrte am Donnerstag zur Schule zurück und das 16-jährige Mädchen blieb trotz der Entlassung zu Hause, um die von der Ärzte empfohlene medizinische Behandlung zu befolgen. Die Polizei versuchte auch, einen Komplizen aufzuspüren, der gestern in der Schule aufgetaucht ist. Unmittelbar nachdem der erste Verdächtigte von der Polizei der Vernehmung abgeholt wurde. Die illegalen Substanzen wurden direkt in der Schule an die zwei Schüler verkauft. Der Menschenhändler, ein 21-jähriger Mann, soll die Schulwache passiert haben, weil er jünger aussah und wie ein Schüler aussah. Habt ihr das gehört, was ich jetzt vorgelesen habe? Ich wiederhole nochmal. Der Menschenhändler, ein 21-jähriger Mann, soll die Schulwache passiert haben, weil er jünger aussah und wie ein Schüler aussah. Die Lehrer waren diejenigen, die den Menschenhändler bewegungsunfähig machten. Die Polizei setzte die Ermittlungen in diesem Fall fort. So, was danach passierte, ist hier nicht mehr dokumentiert worden auf Google. Ich hätte lange suchen können und ich habe es nicht finden können, meine Lieben. Und hier habe ich das auch nochmal mit Screenshot von meinem Rechner, von meinem Computer abfotografiert gehabt. Es handelt sich scheinbar um diese Person. Das ist dieser Händler gewesen. Das heißt, er sieht aus wie ein Schüler, aber dann doch nicht, weil er einen Bart trägt. Also ein 21-jähriger Menschenhändler. Und wenn man von der Mafia so hart rangenommen wird, weil man dementsprechend nicht diese Substanzen unter den Jugendlichen verkauft oder nicht verkaufen kann oder weil man nicht unvorsichtig genug ist oder vorsichtig genug ist, bezahlt man mit seinem Leben. Und jeder, der für die Mafia arbeitet, leidet von, ich weiß nicht, wie ich das euch erklären kann, alle Menschen, die sich nicht mit Mafia beschäftigt haben, können nicht mitreden, weil sie keine Ahnung haben.
Aber die Balkanisten wissen normalerweise, worüber ich rede. Denn jemand, der, egal ob jetzt Drogendealer oder Prostituierten, die sich zwangsprostituieren lassen müssen, gerade wegen ihren mafiösen, ich sag halt mal so, Bossi, die können sich nicht befreien von ihren mafiosen Boss. Wie denn? Sie können nicht so leicht flüchten. Man hat sich verkauft als Sklave, dass man dann dealen tut oder sich zwangsprostituieren muss. Quasi hat man seine Seele dem Teufel verkauft. Ganz einfach, kurz und bündig erklärt. Wenn du nicht das tust, was der Mafia-Bossi dir sagt, wirst du erschossen. Das ist meistens so. Dann bist du weg von der Bildfläche. Und das erklärt sich jetzt, wer dieser junge Mann ist. Mit 21 Jahren, das ist der Drogendealer. Und der Drogendealer hat so gelitten gehabt. Und ihr könnt es mir glauben, jeder, der halt irgendwie aus Naivität, weil wir Menschen machen alle Fehler, wir machen Entscheidungsfehler auch oftmals. Manche sind vernünftig und manche müssen erstmal ganz böse auf die Nase fallen, bis sie mal kapieren gelernt haben, dass sie einen gravierenden Fehler gemacht haben im Leben. Leider Gottes gibt es solche Menschen. Nicht jeder Mensch ist vernünftig. Er musste mit seinem Leben bezahlen. Tja, das ist das Problem. Aber laut der Reinkarnationstheorie ist es ja so, dass wir alle Menschen, bevor wir gestorben sind, selber unsere Rollen hatten. Denn jeder war mal irgendwann mal König, Kaiser, Präsident oder ein Obdachloser, vielleicht sogar ein Geschäftsmann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein Millionär oder vielleicht ein armer Bauersjunge, der am Ende selber Kinder bekommen hatte und dann ein gefrusteter Bauervater war. Wisst ihr das vielleicht? Es kann sein, dass du ein Räuber warst. Oder du warst vielleicht ein Gendarme. Gendarme heißt wie Polizei oder Söldner. Er hatte diesmal diese Rolle gehabt. Vielleicht wird im nächsten Leben eine andere Rolle auf ihn zukommen. Etwas Vernünftigeres. Nur ist die Frage, inwieweit schafft er es dann, ins Jenseits zurückzukehren? Und das ist wieder meine Aufgabe. Meine Lieben, ihr könnt gerne euch diesen Film mal anschauen in Ruhe. Und auch vielleicht spirituell drüber nachdenken. Denn ich denke mal, wir müssten in der Gesellschaft unwahrscheinlich viel auch mal was ändern. Weil ich bin in der Meinung, dass nichts mehr in Balance ist. Unsere Gesellschaft ist vergiftet. Weil dieses exemplarische Beispiel, was ich hier sehe, haben wir leider Gottes auch in Deutschland solche Fälle gehabt. Und weltweit passieren sie auch. Und wir müssen vernünftiger werden, auch überhaupt allgemein in der verbalen Kommunikation, in eine positive Streitkultur zurückzukehren. Und ich möchte in der nächsten Zeit auch einen Aufklärungsfilm zum Thema Verfluchungen machen, weil wir haben leider Gottes ein Problem in der Gesellschaft, dass massiv viele Menschen nicht gelernt haben, richtig zu streiten und unbewussterweise andere Menschen verfluchen. Dies ist eine Vorankündigung von dem, was ich vorhabe, dass ich diesen Film drehen möchte. Man wird das einerseits in meinem zweiten YouTube-Kanal diesen Film sehen, auf Universicum Paraphysica, und auch auf meinem ersten YouTube-Kanal, wo ich meine Monatslegungen mache. Nun, habt jetzt viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören in Bezug auf mein Screen Recording von dieser entsprechenden Filmanalyse. Es kann sein, dass es ein Zweiteiler wird. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Stefan! Ach, da oben sind jetzt zwei Geister zu sehen. Drei, okay. Ihr könnt euch gerne mit mir euch unterhalten, wenn ihr möchtet, ihr zwei Geister. Ich habe nämlich den Ghost Radio eingeschaltet. Ihr könnt anhand mit diesem Gerät mit mir euch unterhalten. Möchtet ihr euch mit mir euch unterhalten? Also für diejenigen, die diesen SLS-System noch nicht kennen. Das da hinten ist mein Sohn. Okay, die Geister sind wieder weg. Dann seht ihr dann halt anhand durch mein Kind, dass es Bewegungsmuster aufnimmt. Das heißt, wie mein Sohn sich halt bewegt, kann man dann sehen, dass da ein Person, der mit Füßen
Drama. Ne? Also das nimmt mein Smartphone automatisch auf. Durch diesen SLS Kinect Ghost. Hallo erstmal, mit wem spreche ich denn bitte? Magst du mir deinen Namen sagen? Dein Name kommt mir bekannt vor. Möchtest du mit mir reden oder warum möchtest du unbedingt mit mir in Kontakt treten? Was bist du? Bist du ein Geist? Verteidigt. Dann bist du ein Geist. Dann warst du ein Mensch? Warst du ein Mensch? Da ist ein Geist zu sehen gerade. Es kann sein, dass ich hinterher noch mal deine Stimme analysieren muss, weil ich vielleicht mal was überhören könnte. Weil es windet sehr stark und ich mache auch filmtechnische Abmessungen. Magst du mir was von dir berichten? Das sind Kinder, die am Baum spielen. Also ich habe es hier jetzt gerade mit einem Geist zu tun, der eine sehr tiefe Stimme hat. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin. Mein Sohn ist da hinten, an diesem Eingang. Dir tut wirklich was weh. Was ist denn passiert? Ein Pfeil. Bist du durch einen Pfeil erschossen worden oder angeschossen worden? Kann ich dir helfen? Oder magst du, dass ich dir helfe? Was soll ich an der Glocke machen, Phantom? Was soll ich an der Glocke machen? Ich mach da gar nichts an der Glocke, mein Engelchen. Abmessung. Mein Sohn ist hinten. Ist er da? Immer noch an der Glocke. Hey, Bär! Stefan, Bär! Nein, mach das nicht! Stefan, nein! Stefan, das hört auf! Runter damit! Hör auf damit! Stefan, ich rede mit dir! Mach das nicht mehr! Lieb sein.
Du, da ist immer noch ein Geist, gell? Ja, da ist ein Geist. Ein Phantom. Hör auf. Nein. Nein. Bist du des Wahnes? Okay, ich spreche gleich ab hier, sonst kriege ich noch Ärger hier. Auch wenn das alles so Asbach-uralt ist, Mensch. Böser Junge. Brrr. Ja, Autist halt noch. Ist neugierig, der will wissen, was da ist. Und da ist immer noch ein Geist zu sehen. Scusi. Aber ich muss jetzt gehen, mein lieber Phantom. Wie bitte? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Hast du mit mir geredet? Kannst mit diesem Gerät mit mir dich unterhalten, wenn du möchtest. Dieses Gerät übersetzt alles, was du mir sagen möchtest, auf meiner Sprache. Stefan, nein. Ach so, das ist Wasser. Magst du mit mir reden? Das ist ja größer geworden. Ich gehe mal weg, dann setze ich mich wieder hin. Was war das nur? Tafeldienst? Habe ich das richtig verstanden? Bist du ein... Mit schwarzen Haaren? Hattest du schwarze Haare gehabt, ja? Das freut mich. Wie geht es dir? Bester Freund, ja. Ich versuche nur, euch zu helfen. Ich sehe dich an der Glocke. Bist du das an der Glocke? Stefan, nicht da reingehen. Nein, nein. Komm bitte raus. Stefan, komm mal bitte mal hierher. Eine Seele. Eine Seele, genau. Schatz, komm mal zu Mama bitte. Stefan, komm mal bitte mal zu Mama. Komm. Komm mal zu Mama bitte. Komm mal zu Mama. Auf bitte, Schatz. Komm mal her. Come on, let's go. Okay, funktioniert einwandfrei. Bleib bitte mal bei Mama. Stefan, nein, hör auf, an der Glocke rumzuspielen. Ist da die Pausenglocke? Nein. Das kann sein, dass ich hier mit einem Lehrer zu tun habe, mein Schatz, der verstorben ist, mein Engelchen. Und er braucht vielleicht sogar Hilfe, damit er ins Jenseits kann. Hm? Ja, da spricht jemand mit uns. Und an der Glocke war... Da ist er wieder. Siehst du das? Bleib, guck. An der Glocke, Stefan. Da ist ein Geist. Stefan, nein. Nicht. Hörst du jetzt auf? Oh. Leben verzeichnet. Stefan, nein. Stefan, jetzt. So, das gibt Kuschelverbot. Ja. Mein Engelchen, ich möchte dir was sagen. Versuch einfach deine Vergangenheit hinter dich zu lassen und geh bitte einfach ins Jenseits, mein Schatz. Deinen eigenen. Ja, mein Kind, richtig. Er ist krank. Stefan, bitte nein. Abstrich, ein Foto. Okay. Light X. Stefan, bist du noch da?
Schön hier bei der Mama bleiben, bitte, ja? Stefan! Nicht einfach sein, damit ich überhaupt dieses Wesen erkennen kann. Ich gebe mir Mühe, das zu analysieren. Stefan, lass bitte mal das Bäumchen, bitte. Immer so zwischen nach meinem Kind. Bin mir nicht sicher, aber ich habe hier den Eindruck, dass da oben am Hals von dieser Glocke ein Gesicht zu sehen ist. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher. Doof mit der Werbung. Gespannt, ob ich da jetzt ein Phantom sehe oder einen Geist. Jetzt zwischendrin immer nach meinem Kind gucken, damit er mir hier keinen Schabernack macht. Ja, so ein Mensch sehe ich jetzt natürlich hier nicht. Aber ich habe ein Farbewesen gesehen, aber hier sieht man schon was. Ja, nee, das sind Fabelwesen, das ich hier sehe. Es ist aber die Frage, was passiert, wenn ich nochmal die Glocke markiere, um zu gucken, ob da vielleicht halt ein Wesen kommt. Ein Geist oder hat irgendwie was sowas ähnliches. Doch, ich sehe halt was. Sieht aus, als ob es lange Haare hätte. Exportieren, speichern. Dann gehe ich mal auf den Screenshot. Mal zuschneiden. Ich glaube, ich habe den Geist erwischt. Jetzt gehe ich einfach halt mal auf Pinsel und tue noch mal hier dann markieren. Oh, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, als ob das ein junger Mann wäre, den ich hier sehe. Oh, das sieht sehr unzufrieden aus. Oh, das tut mir weh. Nein, das ist auch nicht immer so einfach als Paraphysiker, wo man halt auch so sich mit Geister sich zwar beschäftigt oder so, aber dass man dann die Todesgründe des diesen Kindes halt sieht. Weil ich befinde mich vor einer Schule. Oh. Und dieses Geist ist auf jeden Fall ein Kind. Sieht aus wie ein Junge, wie gesagt.
werdet das ja gleich sehen, also wie er ausgesehen hat. Hier sehe ich aber auch noch eine Hand. Oh, das tut mir leid. Oh Gott, das geht mir sehr nah. Aber warum zeigt er diese Handzeichen oder diesen Handsymbol? Das frage ich mich. Das ist echt schwer. Naja, es gibt viele Kinder, die missbraucht wurden. Irgendwelche Geschichten. Deine Asche? Hallo erstmal, mit wem spreche ich denn hier bitte? Jahre. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Wie heißt du? Magst du mir sagen, wie du heißt? Dein Name ist mir ein bisschen schwierig. Magst du mir was berichten über dich? Ich sehe noch eine Dachrinne. 22. Warst du 22 Jahre alt? Da ist eine Dachrinne. In einem Eingang. Vielleicht gab es hier Dachrinnen am Eingang. Aber ich sehe hier nichts. Vielleicht macht mir der Geist. Ich bin am Analysieren, verzeih mir. Warum bist du gestorben? Blindheit. Hattest du einen Unfall vielleicht? Ich sehe dich nicht, richtig. Ich kann nur anhand durch die Technik dich sehen. Du bist zufälligerweise jetzt nicht dieser Junge. Aber du hast eine sehr starke Stimme. Du hast eine sehr tiefe Stimme. Ich verstehe dich. Ich muss mal was kontrollieren, Fatma. Okay, sieht gut aus. Hast du hier in dieser Schule gearbeitet? Glotzen. Das heißt, du schaust nur. Stefan!
Stefan! Stefan! Stefan, kommst du bitte mal hierher? Ich danke dir. Es kann sein, dass der Geist nach oben will. Der zeigt sogar die Hand auf mich. Mäuserich, kommst du bitte mal? Bitte komm, Schatz. Also ich befinde mich in eine sehr alte Schule, die sogar noch im Ersten Weltkrieg existiert hatte. Und ich sehe hier ein Kind, wobei ich bin mir nicht sicher, ob dieses Kind ein bisschen aus einer anderen Zeit ist oder nicht. Aber es hat auf jeden Fall Schweiß und ich bin nicht fertig mit der Analyse. Am Nachdenken, ob ich vielleicht die Analyse halt vertage auf später. Weil das war ja dieses... Stefan! Komm mal bitte mal hierher! Auf, komm! So, jetzt versuche ich halt mal zu ratieren. Sohn ist so seltsam auffallend. Stefan, kommst du bitte mal zu mir? Das reicht. Echt, das ist sehr schwer, ein autistisches Kind zu haben. Da ist sogar ein... Stefan, bleib bitte mal bei mir. Warum gehst du immer wieder weg? Sag mal, steht da noch hinter ihm jemand? Das sieht so aus, wie als ob. Stefan! Er sieht mit alten Schüler auf jeden Fall. Nein, bitte hör auf. Das ist ungerecht. Du sollst doch nicht mit der Glocke spielen. Hallo, würdest du jetzt mal aufhören? Stefan, das ist kein Spaß mehr. Doch, tatsächlich, dahinter ihm steht ja noch jemand, ein älterer Mann. Oh, das ist ja heftig. In jurul nostru e doar armonie. Muss ich mal ausschalten. Stefan, komm bitte. Vielleicht ist der Junge durch den Lehrer umgebracht worden. Das kann auch gut sein. Und jetzt hat man die Seitenprofile von diesen entsprechenden Phantomen halt verdunkeln. Und nebenher nach meinem Kind schauen, dass er keine Faxen macht. Ich will am liebsten gleich wieder gehen, aber... Wir halten jetzt mal durch. Fertig. So, jetzt kommt die Verdunkelungsarbeit. Stefan, nein!
Wann bummelt sie uns wieder? Suchen, warum gehst du denn da rein? Geh bitte da hin. Und lieb sein, okay? Noch ein bisschen, dann gehen wir weiter. Ja? Sei ein lieber Junge. Lieb sein. Mach keinen Schmarrn mehr. Stefan, ich hab dir was gesagt. Warum kannst du nicht auf Mama hören? Ha? Stefan, bleib bitte bei mir. No. Yes, you have. You have to stay with me together. You cannot go alone. No. Stefan. Ich würde jetzt einfach halt mal mit dem Ausfüllmal beginnen. Die Konturen erkenne ich alle einwandfrei. Und dann werden wir mal sehen, wie dieses Kind ausgesehen haben könnte. Ich werde einfach mir die Haarfarbe ausdenken, weil ich kann es hier nicht erkennen hundertprozentig. Stefan, bleibst du bitte mal bei mir. Geh nicht weg. Stefan, hier bleiben. Kommst du bitte hierher? Da kommt ein Auto. Hier hin. Das hier ist nämlich eine Schule, Stefan. Stefan, kommst du bitte? Weißt du, was das hier ist? Das ist ein Phantom, Stefan. Bleibst du bitte hier? Der kann dich überfahren. Wer ist dann hier versichert? Hier ist dann gar keiner versichert. Bleib bitte mal bei mir. So, der ist jetzt gegangen. Das ist schon mal gut. Stefan, hier bleiben.
Spielen ist er gestorben. Hier gibt es ein Schulgeheimnis, dass scheinbar dieses Kind beim Spielen gestorben ist. Ich muss mal ein bisschen recherchieren oder jemanden finden, der mir das halt irgendwie berichten könnte. Weil das sieht eher schon so demnach aus. So, speichern. Es trägt einen Pullover, interessanterweise. Also ist das ein Schüler, kein Lehrer. Stefan! Mäuserich! Ich hasse das, echt. Es ist so schwer mit autistischen Kindern manchmal, weil die so stur sind, die hören einfach nicht so gerne auf niemanden. Es ist so schwer manchmal. Ich sage nur Hut ab von den Eltern, die wirklich das durchhalten müssen mit so einem Kind. Ich habe mein Kind sehr lieb, aber manchmal ist das wirklich sehr, sehr kompliziert mit ihm. Da sehe ich sogar einen Alien, einen Tragern. Stefan! Mach das nicht! Komm bitte zur Mama! Warum tust du das? So, jetzt noch der letzte Schliff, Stefan, und bitte hör auf mich jetzt, hör auf damit. Stefan, kommst du bitte mal hierher? Kommst du jetzt hierher? Stefan, hör auf damit. Stefan, hör auf damit. Stefan, guck. An der Glocke. What? Ein no, Geist. No. An der Glocke. Ja, da an der Glocke. Stefan, erkennst du ihn? Das ist ja an der Glocke. Da, an der Glocke. Schau. Schau, Schatz. Hier. Schon sehr interessant. Exportieren, speichern. Also, Mäuserich. Mach's gut, mein lieber Schüler. Pass auf dich auf. Und geh bitte ins Jenseits, okay? Geh bitte da, wo Gottes Reich ist, mein Engelchen. Das wird alles gut. Niemand ist sauer auf dich. Ja, ich werde für dich beten, mein Engel. Wenn dich niemand lieb hatte, dann hab ich dich lieb. Mach's gut. Eine Friedenstaube. Guck da oben. Stefan, eine Friedenstaube. Das sind Engelsboten. Des Ersten Weltkrieges. Stefan, kommst du bitte jetzt? Ich mach jetzt mal Schluss. Bis dann. Wenn ihr gerne mich unterstützen möchtet, könnt ihr auch gerne ab dem 1. November 2021 mit meinem Online-Shop Global Freedom United mich unterstützen, indem, wenn ihr dann zum Beispiel etwas für den Weltfrieden was machen möchtet. Egal, ob jetzt halt Krieg irgendwo auf unserem Planeten stattfindet oder wenn ihr Nachbarschaftskrieg habt oder wenn ihr vielleicht Probleme in der Firma habt, ja, weil ihr gemobbt werdet oder eure Schulkameraden euch mobben oder euer Kind vielleicht gemobbt wird in der Schule, dass ihr bestimmte Friedensartikel bei mir erwerben könnt.
If you heard it through the grapevine, then you know that it's true. It's like this and like that, satisfaction boo. You can push me and touch me if you really want to. This is Ivy on the mic with the quad in view. You can call me Redwood when this beat rolls through. Cause the roots are so deep, they'd swallow you. Plus we always so high, we be taller than all of you. Thank you.